Moin moin meine lieben Leute, hier ist der Schansen und wir kommen hier direkt um die Ecke mit einem neuen Spiel. Wurde direkt von Konami released gestern zum State of Play Event von PlayStation und wie man oder von Sony. Und wie man sieht, ich denke mal, es handelt sich um ein kürzeres Spiel, ich weiß es nicht genau. Aber es wurde einfach free to play released. Das heißt, ihr könnt direkt in den Shop reingehen, euch das runterladen. Es ist umsonst. Kleine Triggerwarnung vorweg. Das Spiel beschäftigt sich mit Missbrauch, Selbstmord. Und all solchen Gedanken, solltet ihr darauf anspringen bzw. Erfahrungen damit haben, wäre es vielleicht ganz gut, das nicht unbedingt jetzt mit anzuschauen oder eventuell auch das nicht selbst zu spielen. Gut, wir wollen aber direkt loslegen. Wir schauen uns erstmal die Optionen hier an. Wenn man irgendwas machen kann hier. Nö, so richtig viel sehe ich da jetzt nicht. Untertitel lassen wir mal an. Gut, dann lassen wir direkt anfangen. Ich bin gespannt. Also ich meine, Silent Hill einfach mal gratis. Ziemlich cool. Wenn du das Gefühl hast, dass du suizidgefährdet bist oder dich selbst verletzen könntest, wende dich mit einem Experten. Ja, habe ich gerade eben schon erwähnt. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. Wenn ihr solche Gedanken habt, sucht euch auf jeden Fall einen der Hilfe, nur so nebenbei. Es geht, glaube ich, um Mobbing und all sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Das sieht schon ziemlich gut aus. Okay. Mein Handy. But wasn't I just... Ich will dir was zeigen. Kannst du zur Villa kommen? Oh, yeah. Maya told me to come here. Ah, das verbringt Stimmung. Verbreitet Stimmung. Mal gucken. Okay. Das? This model. Is it this building? Ich glaube schon. Welcome to the city, no hope. Kann nichts anderes machen, als mit dem Handy zu leuchten. Was ist das hier? Der Plan zur Erneuerung von Kettenstadt, eine Übersicht. Kettenstadt war lange eine aufblühende Grenzstadt. Seit einigen Jahren zieht es junge Erwachsene jedoch scharenweise in die Ferne. Sehr zur Beunruhigung der Stadt. Im Rahmen dieses großen angelegten Projekts soll Kettenstadt mit der Unterstützung von chinesischen Investoren zu alten Glanz verholfen werden. Das Motto des Projektes ist Wiederbelebung. Die Grundstücke, die 2008 von japanischen Unternehmen aufgebaut wurden und nun leer stehen, sind ein bekanntes Problem. Wenn wir sie umfunktionieren, können wir die Kosten enorm senken und unsere Vision für ein neues Kettenstadt. Wow. So this place didn't always suck. Our parents dreamed of this? Also, ganz ehrlich, sie macht sich gerade Gedanken um diesen ganzen Kram, aber sie ist in irgendeinem fremden Raum aufgewacht. Die Pläne zur Erneuerung von Kettenstadt haben einen weiteren Rückschlag erlitten durch die Covid-19-Pandemie. Ah, okay. Beim letzten Versuch sind die Pläne der Stadt an der Instabilität gescheitert, die durch die weltweite Finanzkrise. Zwei gescheiterte Erneuerungsversuche, zwei Fehlschläge durch bedauerliche externe Faktoren. Kettenstadt will sich wieder aufpäppeln, doch die Arbeitslosigkeit steigt. Der Stadtrat zieht in Erwägung, die Wirtschaft zu fördern. Okay, diese Tür ist einfach mal alleine aufgegangen. Warum habt ihr es nicht gleich in VR rausgebracht? Ist doch ideal dafür. Where are you, Maya? Oder? Das wäre doch optimal gewesen. Da kommen wir nicht rein, okay. Oh, great. It's locked. Kann aber auch nicht laufen oder so. Was steht da?
An alle Bewohner der Villa. Wir haben nach den jüngsten Nachrichten viele Anfragen zur Verwaltung des Gebäudes erhalten. Dann möchten wir eine Versammlung abhalten, um unsere Richtlinie formal zu erklären. Wir hoffen, dass Sie anwesend sein können. Okay. Maya? Das sieht schon ziemlich cool aus. Also optisch macht das schon was her, ne? Finde ich. Und genau so sieht es auch aus, ne? Die Leute brechen in irgendwelchen alten, verbeulten Häusern ein und fangen dann an, da rum Graffiti zu sprühen und so. Oh, das sieht aber gut aus. Did Maya do this? CB. Cherry Blossom. That's Maya's signature. She's... Okay. Amazing. Oh, was passiert? The city is a blank canvas, begging for us to paint it with our hopes and dreams. I want to show the hidden side of girls, their impulses, their urges. Okay, das ist aber eine richtige Videoaufnahme, ne? Das ist das jetzt CGI? Nee, das ist kein CGI, das ist eine richtige Videoaufnahme, okay. Don't worry about what people think. Be proud. Ja, okay. Okay, okay. Kleine echte Videoschnipsel da drin. Auch wieder ganz nett gemacht. How could I ever be proud of myself? Oh, die hat echt kein Selbstwertgefühl. Schlimm, schlimm. Es gibt viele Menschen, die sowas haben. Das ist eigentlich traurig, ne? Nicht mehr als die Sprühdose braucht eine Graffiti-Künstlerin. Die Mauern des gewissen Wohngebäudes von Kettenstadt halten für diverse Künstler Leinwand her und überraschen täglich mit neuen Kunstwerken. Die Kunst von CB fängt die Herzen der Jugendlichen ein, wie kaum eine andere. Also haben wir sie um einen Kommentar gebeten. Ihre Augen fixierten ihr neues Kunstwerk, als sie uns sagte, ich will damit darstellen, dass dieses Mädchen fühlen, aber nach außen nicht zeigen können. Wenn sich jemand mit einem Graffiti identifizieren kann, dann wahrscheinlich, weil sie dasselbe durchmacht. CB fügte hinzu, dass die Blumen, die sie auf den jungen Mädchen ihre Kunstwerke erblühen lässt, aus ihren Narben herauswachsen. Die Blumen stehen dafür, dass die Mädchen vergangene Traumata überwunden haben und dies zumindest versuchen. Everyone can see how talented she is. I couldn't be more different. Oh. Warum Kindergeräusche? Ich hasse es. Horrorspiele, warum müssen die mit Kindergeräuschen? Das ist echt... Ich find's so eklig. Oh, beschissenes Graffiti. Okay. Who's there? Das kriegt ihr jetzt gar nicht mit, aber aus dem PlayStation-Controller kommen halt diese Soundgeräusche vom Handy. Also wenn eine Nachricht eingeht oder so. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Amelie, alles in Ordnung? Schläfst du? Schläfst du noch? Tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Ich habe dich gestern nicht auf der Arbeit gesehen. Fühlst du dich immer noch nicht gut? Nimmst du deine Medikamente? Entschuldigung für die späte Antwort. Ich bin eingeschlafen. Kein Problem. Wie geht es dir? Gut, ich schaffe es inzwischen, mich etwas auszuruhen. Ich wollte dich nicht erschrecken oder so. Ich halte das mal ran. Vielleicht könnt ihr das hören. Warte mal. Bin noch ein bisschen müde, aber ich stehe bald auf. Witzig, oder? That's a relief. Gib mir hier links. Okay. Loser, stupid, crybaby. Oh Gott, oh Gott. What's with this place? Why all the sticky notes? Kindesmisshandlung, Vernassung in Kettenstadt. Laut einer Erhebung gab es in Kettenstadt im letzten Jahr beinahe doppelt so viele Fälle von Kindesmisshandlung wie im Durchschnitt der entwickelten Länder Europas. Die Ursache werden die wirtschaftlichen Probleme und die daraus resultierende Armut vermutet. Ach, das ist immer so schlimm, ne?
So selbst als Elternteil kann ich es irgendwie nicht nachvollziehen, wie man seine Kinder irgendwie überhaupt im Stich lassen kann oder ihnen was antun kann. Ganz gruselig. So, ein kleines Bett. Und was ist das hier? Medikamente? Okay, Antidepressiva. Ich bin auch ein bisschen verrückt hier und laufe hier gerade rum. Und muss mich selbst wenden. Aber die Wände sind schon ganz schön beklebt, würde ich mal behaupten. Und warum gehen die alle Türen immer verdammt nochmal auf, alleine? Und das sind Kakerlaken, okay. Und da ist das Blut. Oh, das ist eine... Oh, sie hat sich schon ein paar Mal geritzt. I'm sorry. Was machen die? Das ist wirklich nichts für Leute, die suizidgefährdet sind anscheinend hier. Mom. Hätte ich übersetzt lieber mit Mama als statt mit Mom. Okay. Vielleicht ist das auch nur ein Walking-Simulator. Ich weiß noch nicht. Jetzt bei Silent Hill haben wir auch ein paar Waffen und können uns wehren. Hier können wir, glaube ich, gar nichts machen gerade. Nun gut. Nachricht? Emily? Was ist mit dir, Anita? Was? Du sahst neulich nicht so gut aus. Mir geht's gut. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Natürlich tue ich das. Ich nehme meine Medikamente. Medikamente sind gut, aber was ist mit der Therapie? Die bringt ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Mit Erwachsenen zu reden hilft nicht. Einige aus unserer Klasse mussten ins Krankenhaus. Du musst das nicht alleine durchmachen. Ich weiß, ich sag Bescheid, wenn ich was brauche. Und die hatten es verdient. Oh. Die fühlen sich schlecht, weißt du? Sie alle. Okay, also es geht um uns, dass wir wirklich... Ja. Dass wir auch irgendwas Härteres durchmachen hier anscheinend. Oh. Oh, oh. Ich laufe mal lieber. Ich weiß nicht, ob das Viech hinter mir her ist, aber ich will dich rausfinden. Ah! Shit! 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 Da hat mich das Blumenmädchen geholt. Oh, ging's mir gerade. Oh, es geht zurück. Hä? Oh, eine gruselige Kreatur. What the hell just happened? Okay, nochmal das Ganze. Okay. Aber die ist doch gerade eben... Ich habe die Tür doch aufgemacht und dann ist irgendwas anderes passiert. Bloß was? Hä? Guck doch nicht auf den Boden, guck nach hinten. Nachricht. Ich will dir was zeigen. Kannst du zur Villa kommen? Bist du hier? Ich bin im Studio. Maya? Hier ist ein Monster. Geht's dir gut? Jugendliche stürzen sich bei berüchtigten Gebäuden weiterhin in den Tod. So gut wie jedes Jahr springt ein jugendliches Mädchen vom Dach eines verwahrlosen Wohnhauses in Klettenstadt. Trotz der wiederholten Selbstmorde bleibt das Gebäude, das seit dem Bankrott der Vergewaltigungsstelle, wollte ich gerade sagen, der Verwaltungsgesellschaft leer steht, leicht zugänglich. Doch weder Jugendliche noch Erwerbslose lassen sich von dem düsteren Ruf abhalten und betreten das Gebäude trotzdem. Auch viele junge Graffiti-Künstler nutzen es als Leinwand für ihre Arbeit, während die Bedenken der Anwohner immer weiter steigen. Okay. Please, not Maya too. She has been acting weird lately. Cherry blossoms bloom within the grasp of death.
With most flowers, the rot sets in. Then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. They bloom beautiful. They fall beautiful. That's how I want my life to be. Warum antwortet sie? Why is she not replying? Man weiß es nicht. I have to find her. Okay, nur zurück. Kann ich nur durch die eine Tür wieder gehen? Das ist ein bisschen gruselig. Oder auch die hier. Oh Gott, oh Gott. It's gone, right? Alter, das sieht echt mal detailliert gut aus hier, die Grafik, ne? Muss man einfach mal sagen. Als der befragten Jugendlichen gaben an, dass sie sich für die pikanten Selfies, die sie online gepostet haben, schämen würden. Zudem sagten sie, dass sie Angst davor hätten, keine Likes für diese Fotos zu bekommen. Also diese sozialen Medien, die hauen auch einige Kinder wirklich raus, ne? Für die ganzen an. Man sollte denen einfach begreiflich machen, dass Influencer wirklich nur ein Job ist für Leute, die Glück hatten irgendwie. Also nicht jeder kann das werden, leider, ne? Sonst wird es ja zu viele geben. Und ich glaube, es einfach zu viele gibt es schon. Dass die anderen gar nicht mehr hochkommen können. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier auch irgendwo das Handy ist genug. Können wir nicht aufmachen? Wo ist dieses Monsterviechchen? Also hier stehen einfach eine Milliarde Spraydosen rum. Wir haben alle keine Kohle, aber für Spraydosen haben die Geld. Oh, jetzt kommt was. Sie fühlen sich schlecht, weißt du? Sie alle. Übrigens, nochmal über das College nachgedacht? Ich kann nicht. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Also, wenn man einmal auf dem College ist, kommt man nicht mehr hierher zurück. Nein, ich komme auf jeden Fall zurück. Meine Eltern würden mir die Hölle heiß machen, wenn ich in den Ferien nicht nach Hause käme. Aber denk einfach nochmal nach über das College. Hab doch gesagt, dass ich nicht kann. Das ist nichts für mich. Studieren ist nicht mein Ding. Du weißt, dass ich dir helfe. Nun gut, ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was ich dort überhaupt tun sollte. Das ist nicht wahr. Du bist viel zu hart zu dir selbst. Sei stolz darauf, wer du bist. Warte, was ist mit den Zeichnungen, die du mir gezeigt hast? Du könntest einen Kunstkurs besuchen. Das könnte Arbeit bringen, oder? Ich bin nicht Maya, okay? Only doesn't get it. Gotcha. So you don't really like this place. I get it. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates talk about me. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. Bin mir nicht sicher, aber es kommt mir so vor, als ob ich vielleicht so ein bisschen schizophren bin und ich wahrscheinlich diese Person auch bin. Diese Maya, man weiß es nicht. Da steht CB drauf, das ist doch hier Cherry Blossom. Oh, hier. Ein Skizzenbuch. Are these Maya's sketches? These aren't even finished. And they look this good.
They seem happy. A new life. So full of life. Oh. Bist du hier? Maya? Wo bist du? Dieser Ort ist gefährlich, wir müssen hier weg. Maya, bitte, antworte mir. Antwortet die Tante nicht? Why won't she reply? Where are you? Am I going crazy? Ich glaube schon. Schon Psycho ist, bist du, glaube ich, wirklich. Hm. Ich hab gedacht, dass da was ist. It's beautiful. Who did Maya have in mind? Did you post this too? Even more followers. I lost followers again. Dass man sich darüber bestätigen muss, wie viele Follower man hat, oder? Some new followers here. I need to upload stuff like this to get as many likes as Maya. Sexy. Loving it. Das ist wohl die falsche Einstellung. Stop with the boring photos already. No sexy stuff, no followers. Wow. You hate your followers. Congrats on reaching your follower goal. Come on, we want sexy pics already. I'm sorry. You have your own situation to deal with. I was out of line. I was thinking selfishly. I'm so sorry. No, I shouldn't have gotten mad like that. Thanks, Anita. Accepted Maya's death yet? Bitte? Why did she jump from the villa? Why did she have to die? Maya's dead? Wait. Maya's really dead? Okay. Eine Wende. Wie kann sie mir denn aber schreiben? Who's this? Find it. Who? Okay. Schon ein bisschen gruselig. Find it, sagt sie. Frage, was wir finden sollen, ne? Gucken wir mal. Okay, wir sind schon laufen hier. So, ich hinlaufe die Frage. Keine Ahnung. Und warten. Wow! Und jetzt stelle ich das mal in VR vor. Alter, da kriegst du Panikattacken, glaube ich dir. Ja.
Da geht's raus. Okay. Also ich möchte doch nicht in VR spielen, nicht wenn ich so rennen muss. Ich bin komplett ins Schwitzen. Oh. Ich bin auf dem Dach, wo die anderen Kinder runtergesprungen sind. Maya died. But her art lives on. Even more followers. Klar, weil sie gestorben ist, mein Gott. No one is ever going to notice me. Ja, aber das ist ja kein Grund, sich umzubringen. Wen interessieren denn Followers, ganz ehrlich? This is where Maya jumped from. Shit. Maybe I can be like her. Here goes. Und dann bist du tot als Follower. Ich weiß nicht, ob die darüber nachdenkt, aber was bringt dir das denn, Mädel? Crazy. Oh. Ja, das war ein kurzes Spiel. Aber es war ja, wie gesagt, es ist ein kleiner Appetizer, glaube ich, auf das richtige Silent Hill. Konnte man jetzt nicht so viel machen. Ein bisschen beängstigend war das trotzdem. Huch, bis jetzt. Am I back at the villa? Okay. But why didn't I die? Ah, okay. Trendige Wände. Okay. Hast du es gefunden? Was gefunden? Kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Bist du es wirklich, Maya? Kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Maya ist tot. Du bist nicht sie. Kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Wer zum Teufel ist das? Du kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Sag es mir! Okay. What the fuck? What the fuck? Dun dun. Dun dun dun. Okay, was soll man finden, ist die Frage. Oh no. My battery. Okay, Akku ist auch leer. Okay, das ist ja was ganz anderes. Ich dachte, das wäre jetzt nur so ein kleines, so ein kleiner Einblick gewesen. Aber das hier ist ja natürlich noch cooler. Kann man hier hin. Ich sehe ja noch was Dramatisches hier. Okay, es sieht auf jeden Fall anders aus als vorher. Geht doch nicht. Bad girl gets an empty plate. Okay. Nett. Da leuchtet doch was. Achso, ist die Lampe da oben. Kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Aber was gefunden ist die Frage, ne? Oh, da hat jemand ihr Bild übermalt. Schlampe. What? Who would do this? It's all your fault, steht da. Okay. Hat sie sich deswegen umgebracht? Weil irgendwelche Spackos die fertig gemacht haben in der Schule? Da ist jemand, der kann nicht Dart spielen. Da schon wieder noch ein Bild, was verhunzt wurde von ihr. Wait, it's back on. Wieso ist es wieder an? Bist du tot?
How could somebody do this? Du bist so selbstverliebt. Was ist das für ein Scheiß? Nochmal Leute völlig kaputten Ansichten. Deine Kunst ist kacke, selten was Schlechtes gesehen. Das ist leider wirklich so, ne? I bet it was these guys. Ganz ehrlich, und ich mache ja nur hier so... Oh, wer seid ihr denn bitte sehr? Alter. Das war gruselig. Ich mache ja YouTube jetzt schon seit ein paar Jahren. Aber eben im ganz kleinen Stil, wie man sieht. Aber selbst da, du hast andauernd irgendwelche Spacko-Kommentare. Aber auch, muss man sagen, aber auch sehr viele positive Kommentare und auch sehr viel schon mit Kritik, aber eben, sagen wir mal, positiven Kritik. Also positives Feedback, das ist eigentlich ganz cool. Kann man dran arbeiten. Alles andere, ja, ich bin ja auch erwachsen. Vielleicht nehme ich mir sowas auch nicht zu Herzen, wie es eigentlich total schnuppe. Wenn jemand das nicht sehen mag, warum sich die Mühe machen zu schreiben, dass er irgendwas scheiße findet, verstehe ich immer noch nicht, aber egal. Aber es gibt genug Leute, die so sind. What's this? Okay. Hier rein. Möglicherweise geht mein Handy wieder, ne? Das ist doch ein bisschen komisch. Da liegt irgendwas. Was liegt denn da? Achso, das hatten wir schon mit dem suizidgefährdeten Jugendlichen. Emily schreibt. This is Entschuldigung für die späte Antwort. Bin eingeschlafen. Geht's dir gut? Gut genug, um aus dem Bett zu kommen. Entschuldigung, dass ich eine schlechte Freundin war. Ist Maya wirklich tot? Warum fragst du das? Bitte sag es mir. Ich kann auch noch nicht glauben, dass sie tot ist. Ich wünschte, es wäre eine Lüge. Sie schien völlig in Ordnung zu sein, bevor es passierte. Also ist Maya wirklich tot, ja? Anita, geht es ja gut? Hast du genug geschlafen? Einigermaßen. Ich nehme ein paar gute Medikamente. Medikamente sind gut, aber was mit der Therapie? Die bringt ehrlich gesagt nicht viel. You're so good to me, but you're leaving me behind. Maya hat dir wirklich nichts erzählt? Nein, sie hat nur über ein Buch gesprochen, das sie kürzlich gelesen hat. Trotzdem fühle ich mich schuldig. Auch wenn sie mir nichts gesagt hatte, hätte ich wissen müssen, dass etwas nicht stimmt. Did Maya really not say anything? Like, at all? So what'd you think of the book? Was für ein Buch? The author killed themselves when they were young. Something beautiful from something tragic. Oh. It's kind of enchanting, isn't it? Nee, ist es nicht. Dumm. I wonder what they were thinking right before they died. Oh. Anyway, I didn't think you'd share your thoughts in a letter. You really are shy, aren't you? Actually, kind of like that, though. You write in a really flowery and passionate way. I can't wait to read more. Die ist eigentlich ganz hübsch, ne? So. Für so ein. Dafür, dass sie sich umbringen will. Also ich hätte jetzt gedacht, dass die eher so ein bisschen beliebt ist oder so. Aber da sieht man mal, das hat nichts damit zu tun, ne? Okay. Letters. Man kann sich trotzdem schlecht fühlen. Also man, nach äußerlich können Leute wirklich einfach nur erfolgreich und gut wirken. Und man denkt alles, die haben doch gar keine Probleme. Warum? Aber es gibt bei denen, glaube ich, andere Sachen dann. Trash Room. Die haben dann wirklich andere zerfüllte Notiz gespeichert. Das ist alles deine Schuld. Alles, du herzloses Miststück. Du hast mir alles gestohlen. Meine einzige Freundin und meinen Platz in dieser Welt. Und dir ist es egal. Ich bin für dich unsichtbar. Ich hasse dich. Du bist nicht talentiert. Du bist nichts Besonderes. Dieses beschissene Gekritze soll Kunst sein. Du kamst aus dem Nichts und hast alles kaputt gemacht. Fick dich, fick dich, fick dich. Verschwinde, verfick nochmal aus meinem Leben, du Stück Scheiße. Okay. Da mochte jemand sich nicht. Nein, aber ich meine wirklich, es gibt Leute, die... Ach, die tun mir auch echt leid, aber...
kann man nicht viel machen, ne? Man kann da, also man kann nur unterstützen und sagen, glaub an dich. Liebe angehende Studenten, willkommen bei der Universität Deutschland. Die MOD wurde 1790 und ist eine der ältesten renommierten Institute Europas. Unsere hochmodernen Forschungsanlagen warten bereits auf sie. This is for the college Amelie wants to go to. Oh. Hey Anita, hast du kurz Zeit, mit ihm zu reden? Klar, was gibt's? Du schienst vorhin etwas verwehrt zu sein. Wenn dich etwas bedrückt, kannst du es mich wissen lassen. Danke, aber es geht mir gut. Tut mir leid, dass ich es angesprochen habe. Ich will nicht stören. Nein, schon gut, macht nichts. Hey, wir sollten mal wieder zusammen shoppen gehen. Ich habe mein Haus seit einer Ewigkeit nicht verlassen. Und mein Bruder kommt her. Ach so, alles klar bei dir? Ja, ich versuche nur eben so gut wie es möglich aus dem Weg zu gehen. Also shoppen, ja? Wir finden schon was Nettes für dich. Nein, schon gut. Ich bin kein Fan von Menschenmengen. Und an mir sieht sowieso nichts nett aus. Och, guck mal, wie sie redet. Du bist viel zu hart für dich selbst. Du siehst gut aus. Du musst nur das richtige Outfit finden. Too hard on myself, huh? Amelie's the only one who thinks that. Hm. Ich habe heute mit der Post Materialien von meiner ersten Wahl gekriegt. Ich werde auf eine Hochschule gehen. Ich bin so froh, ich kann es nicht fassen. Mama, Papa, ich werde beim Lernen richtig ranklotzen und die beste Tochter überhaupt sein. Mama und Papa brüllen sich an und es fällt immer wieder das Wort Insolvenz. Meinen Sie nicht, dass Sie zurechtkommen, auch wenn die Erneuerung flachfällt? Also sind Sie jetzt pleite, oder? Heißt das, dass ich nicht auf die Hochschule kann? War die harte Arbeit umsonst? Niemals. Lass mich nicht allein, Mama. Ich kann nicht hier bleiben. Nicht mit meinem Bruder. Mama ist gerade ausgezogen. Sie hat gesagt, ich soll ihr aus dem Weg gehen. Ich muss hier weg. Ich will einfach verschwinden. Aber wohin? Ich hoffe, es ist alles nur ein böser Traum. Nee. So geht's, glaube ich, vielen Leuten. Hat man das nicht so, wie man will, ne? Schülerin tot aufgewunden. Möglicher Selbstmord. Sie ist vom Dach eines Wohnhauses gefallen. Das Mädchen wurde sofort rausgebracht, aber 2 Stunden später war es tot. Die Schule verfolgt. Zur Schule war das Mädchen verzweifelt, weil es wegen Schwierigkeiten im Elternhaus nicht auf eine Hochschule gehen konnte. Amelie ist nicht so, like this, though. Right? Hm. Stay home alone! Okay. Doch, ich glaube, der Amelie ist auch so. Leider. Ich kann mich endlich aufs Lernen konzentrieren, also mache ich vielleicht die Nacht durch. Das ist zwar schlecht für meine Haut, ich höre schon, wie sie mich Troll und Nerd nennen, aber das ist mir egal. Mama und Papa zählen auch auf mich, ich werde sie stolz machen. Papa hat heute davon geredet, dass die Stadt erneuert werden soll. Sie wollten alles mit Geld aus China aufhübschen, weil Pläne sind wegen Corona ins Wasser gefallen. Meine Zukunft liegt nicht hier, ja. Schade, Mädel. Das tut mir leid für dich. Gut ist ja, dass man in Deutschland, nur so nebenbei, braucht ihr ja keine Kohle für eine Uni. Da könnt ihr einfach so raufkommen. Eine Semestergebühr gibt es aber nicht so wie in Amerika, dass ihr da Milliarden zahlen müsst, um ein gutes College zu besuchen. Ihr kriegt ihr das ja fast, also ansonsten müsst ihr euch nur anstrengen so ein bisschen. Aber auch ansonsten kommt man mit einem durchschnittlichen Zeugnis überall rein eigentlich. Mit einem Wartesemester, egal, da arbeitet man oder reist ein bisschen rum. Hm. Eigentlich ganz nett gemacht, dass alles auf Deutsch besetzt wurde. Also wirklich alles, auch die ganzen Schriften, alles. Also welche Tür geht da auf? Diese hier wird nicht aufgehen, nein. Die da hinten auch nicht, nein, ist doch. Ich dachte, das wird diese hier sein auch. Nee, auch nicht. Das ist die große Grüne. Okay. Doc! Er schmeißt da einen Schuh auf einen, den ich noch nie erlebt. Away! Gibt's sowas? Ist es nicht. Darf ich immer durch? Anscheinend nicht. Was hat man Spind oder was? Witches locker, Hexen, Spind. Hat jemand das reingesprüht? Get out, you freak! Slut! Your art's fucking you're a freak! Weird. Cut, you piece of shit! Okay. Das ist wirklich mal ein Mobbing vor dem Herrn hier, alter Schwede. Das ist harter Tobak, ne? Muss man auch mal sagen. Nein.
Ach du Scheiße. Crazy! You're stupid. Shut your whore mouth. Krass. Ugly! Get out, you freak! Boah, ich glaube, es dürfen einige Leute wirklich nicht spielen, das Spiel. Sag der Scheiß. Okay. Oh nein. Scheiße, scheiße. Das Viech kommt wieder. Das sind die Augen und sowas da drauf, ne? Sieht ihr das? Wo sollen wir hin? Das sieht irgendwie gut aus. Oh. Die Tür nicht, die hier vielleicht? Ich höre das Ding hinter mir, ne? Geht klapper, das ist ja echt gruselig. Boah, hier wird man richtig, hier wird man wahnsinnig. Oh. Nein! Das war wohl die falsche Tür. Oh, Alter. Also ganz ehrlich, das ist wirklich gut gemacht. Wow. Oh, ich kann mir den Weg gar nicht merken, muss ich zugeben, weil ich so in Action bin. Die Anleuchtung gehen? Du darfst hier auch nicht links gehen. Können wir auch noch was raus? Ne, das geht nicht, okay. Schade. Mein Gott, wir müssen da durch. Aber wir müssen den richtigen Weg finden. Wie kriegen wir das hin? Laufen kann ich leider nicht. Oh, das Viech ist echt nervig. Krasser, kranker Scheiß. So. Da müssen wir darauf achten, ob es noch andere Wege gibt hier vielleicht. Die Tür nicht nehmen, da, ne? Dann doch die Tür nehmen. Oh Gott. Alter Schwede. Why are you chasing me? Oh, das ist echt mal. Nee, ich nehm's zurück. Ich möchte das nicht als VR-Spiel haben. Nicht einmal im Ansatz. Das macht einen komplett kirre, ey. Maya. Oh. Sag es mir. Finde es. Was denn finden? Finde es. Sag einfach, wonach ich suche. Finde es. Ich kann sie untersuchen.
Okay. Ah, warte mal. Das Schwarze oder nee? The girl in this picture is Amelie. Stimmt. Gott, ich kann sie in die Zukunft sehen und weiß immer, wer sie umbringen wird als nächstes. Schwangerschaftstest. Positiv. Nein, sie ist schwanger. Oh oh. This guy looks familiar. They're hurt. Ist verletzt. Where are you going? Yeah, that's right. Amelie. Amelie. Was sollte ich das finden, das Buch? Hm? What's that? Oh, you like what you see? Come closer then. Wait a sec. You two are from my class. Those glasses look good on you. Sorry, she's so cute. I couldn't help myself. Feel free to stop by anytime. You're always welcome. Maya only ever cared about Amelie. She didn't see me. I was invisible to her. Huh? Mein Gott, ich weiß immer noch, ich kann wirklich nicht vorausschauen, welche Wendung da noch kommt oder welches Ende das Ganze nimmt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Maya umgebracht hat. Oder dass dieses. Dass das irgendwie Schizophrenie ist, dass sie ja beide Sachen drin hat. Also beide Personen in sich hat. Was hat sie da für ein Buch? I borrowed that book you wanted. I finished it, so it's all yours. Sie tut mir irgendwie leid. I wrote my impressions in a letter. Read it when you get home, okay? Ist das der letzte Brief? Das letzte Mal, dass sie gesehen hat? Oh. Macht mich so ein bisschen fertig. Wirklich, also das nimmt er schon so ein bisschen mit, das Ganze. Das von einer Hexe für lose Kettenstadt. Kettenstadt zur Bevölkerung schrumpft nach wie vor rapide. Die Geburtenrate liegt bei 0,7, also unter der Hälfte des deutschen Durchschnitts. Die Fehlgeburten liegen hingegen bei 31, mehr als dem Doppeln des Durchschnitts. Die Wirtschaft liegt in Trümmern. An die Forscher, die sich mit den Okkulten befassen, vermuten eine Hexe als Ursache. Okay, so, aber. It is a curse. Ein Curse, ja, weiß ich nicht. Why me? Why do I have to be cursed like this? Ups, Nachricht. Finde es! Sag's mir, ist das ein Fluch? Finde es! Find what in a place like this? Ein Buch finden oder so? Da ist eins. Looks like there's space for a book here. Wait,
I think I know these. Okay. Das ist doch, was du mir gegeben hast, oder nicht? Da ist das Buch. Still wait for you. No way. Mal gucken, ob wir das mal finden, unseren Spind. Die Hexenjagd von Kettenstadt. In den 30ern hat die deutsche Stadt Kettenstadt viele reiche Unternehmer angelockt und ist damit zeitweise zu großem wirtschaftlichen Wohlstand gekommen. Angeblich steckt in diesem Volk jedoch eine Japanerin, die Geschäftsmänner mit ihrem mit ihrer Hellseherei und ihre mystischen Kräfte beraten haben soll. Sie wurde später als Hexe des fernen Ostens bekannt und war unter den Deutschen sehr angesehen. 47 schrieben die Unternehmer tiefrote Zahlen. Ein Großmann griff im Industriegebiet um sich und zerstörte einen Großteil ihrer Fabriken. Die Hexe des fernen Ostens, die ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sprang vom Dach des Gebäudes und nahm ihr Leben. Zuvor war bei der Hexe eine unbekannte Krankheit diagnostiziert worden. Und viele glauben, das Feuer hätte das Fass zum Überlaufen gebracht. Einige behaupten jedoch, dass die Hexenjagd an allen schuld war. Angeblich war die Partei des Bürgermeisters erzürnt über die Popularität der Hexe und nutzte den Brand als Ablenkung, um die Hexe insgeheim zu ermorden. Es gibt keine Beweise dafür und gemeinhin gilt diese Behauptung als Verschwörungstheorie, doch die Partei erlangte nach dem Tod der Hexe tatsächlich wieder großen Einfluss. Seitdem glauben die Bürger, dass jedes Anzeichen von Pech mit dem Hexenfluch in Verbindung steht. Ja, ein langer Gang. Sowas ist immer schön. Also die Musikuntermalung, die Atmosphäre ist echt gut. Ich muss einfach mal sagen. Sehr gut, Anita. Du hast nicht geantwortet, also habe ich mir Sorgen gemacht. Entschuldigung, ich habe gerade an Maya gedacht. Keine Ahnung, ob du es weißt, aber Maya wurde in der Schule gemobbt. Ich weiß. Aber sie meinte, es geht ihr gut. Ich dachte, ich sollte die Sache ruhen lassen. Doch dann war es zu spät. Warum hat sie nichts gesagt, bevor sie starb? Ich wünschte, sie hätte mit mir geredet. Vielleicht hat sie mich nicht als Freundin gesehen. That's not true. Dann lass mal gucken. Vielleicht finden wir in diesem einen Spind ja das Buch. Wenn wir das suchen sollen, also hier ist sie mein Spind mit der Bitch drauf. Und da untersuchen wir es mal. Nee, Mayas Spind ist okay. No, it's not here. It wasn't here before either. Okay, es ist in dem anderen Spind. My locker. Why is it locked? Is there something I don't want to see? Wie kann denn da die Nummer sein? Open. Was? 47, wo die? Nee. Warte mal, wann war das mit der Hexenjagd? Ich weiß das nicht mehr. Da ist auch noch ein Spind. Guck mal, den mal rein. Amelie's Locker. Da ist das Buch. Yes, it's just a novel. Wait a sec. Wait. Da liegt was drunter.
Hm. Will ich ranzoomen? Warte mal. Immer noch nicht. Da ist eine Rasierklinge drin. Hä? Was hab ich jetzt übersehen? Mal zurück. Kann ich nicht, okay. Gucken wir mal, ob hier noch ein Spindelchen aufmachen kann. Anscheinend nicht, ne? Das ist meiner. Was kann denn da... Da ist ja Amelie und da bin ich mit ihr auch, glaube ich. Hey, was übersehe ich gerade? Eins. Da ist eine 3. Also, das ist eine 0. Also haben wir jetzt 1, 3, 1, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 1, 0,
I wish you and I had... I wish you and I could run away together, Amelie. Just me and you. Jetzt glaube ich langsam wirklich, dass ich die umgebracht hat. She was asking Amelie for help. Weil ich eifersüchtig bin. I just... Ich glaube, weil ich eifersüchtig bin auf die Freundschaft von denen oder so. Ich weiß es nicht. Maya, you have everything. You're way more talented than me. So, why? Why take Amelie from me? You acted like I wasn't even there. Amelie is my friend. She's mine. Okay. Ja, ist schon die richtige Richtung, die es gerade einnimmt, glaube ich. I only wanted to take her down a bit. She was taking Amelie away from me. She wouldn't pay attention to me. How was I supposed to know she'd actually kill herself? Okay. Achso. Ja. Okay, hat sie sich selbst umgebracht, das ist natürlich scheiße. Und ich weiß nicht, was für ein Dämpfer sie ihr verpasst hat. Das ist natürlich blöd. Ich hoffe jetzt nur, dass sie nicht sie auch noch runtergeschubst hat. Aber das anscheinend ja nicht. Trotzdem ist es sehr, sehr crazy, ne? It's all your fault. Okay. Das wird die richtige Richtung sein. Und das ist mein Fehler. Oh nein. Wir laufen schon wieder vom Viech weg. Ich glaube, wir nur vom schlechten Gewissen weg, kann das sein? Okay, das ist die falsche Richtung. Oh, nein. Oh, bin auch schon reingelaufen. Okay. Noch einmal die Runde. Ich muss wahrscheinlich durch die Tür, wo er hergekommen ist, durchlaufen. Wollen wir es mal hinkriegen? Forgive me, Maya! Wie soll sie dir vergeben? Sie ist tot. Das wird ein bisschen schwierig. Die ist aber auch so schnell hinter einem zwischenzeitlich. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Alter Schwede. Dumm. Du musst ganz wieder auf dem Dach hier.
Na, spielt alles eine Rolle, ne? Eifersucht, Drama, Selbstwertgefühl, was niedrig ist. Maya, I finally get it. I know what you wanted me to find. Anita, what's up? I'm so sorry, Amelie. Maya died because I killed her. What are you talking about? You and Maya wrote letters to each other, right? Yeah, but then Maya jumped off the villa roof. Well, there was supposed to be one in the last book you had, too. What? That letter was a message for you. Well, why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. My mom was right. I should never have been born. Well, wait. Anita, calm down. Ach, Manno. Wenn du das Gefühl hast, suizidgefährdet zu sein, such dir Hilfe. Wissen wir. Ja. Okay. What? But I jumped off the building. Okay, es geht noch weiter. Worum geht's hier? Ist ja hier wie und täglich grüßt das Murmeltier. Oder Deathloop. Huh? Ist das? Bin ich das? Nein. Even if I die, this doesn't end. How many times do I have to go through this? Oh. Finde es. Wie kann ich dir dazu bringen, mir zu verzeihen? Bitte mal, sag es mir. Warum sagst du nichts? Okay. Mein Gott, worum geht's hier? Fragt man sich, ne? No future. No hope. Das kann man nicht machen. No future. No exit. Okay. Ich glaube, die Medikamente hätte sie mal durchgehend nehmen sollen. No hope. Oh nein, wird er wieder verfolgt? This is... Wait. Me and my mom lived here. This is our living room. 2011, 19. Dezember. Wir stehen endgültig nicht mehr im Kontakt. Ich werde ihn nie wiedersehen. Ich dachte, ich hätte mein Happy End gefunden, aber es war nur ein Traum. Aber ich habe nicht alles verloren. Ich habe meine Kinder, meine süßen kleinen Engel, die Licht in mein Leben bringen. Und nochmal. Und das Ganze jetzt nochmal ein paar Jahre später. Okay. Oh, ein Jahr später. Mein neuer Mann ist heute vorbeigekommen, hat Pizza dabei. Kinder brauchen einen Vater, aber meine wollen ihn nicht. Er sah aufgebracht aus, als er gegangen ist. Hoffentlich hasst er mich nicht. Puh, war das schon mehr.
Meine Tochter hat ein Bild von unserer Familie gemalt. Wir lächeln und halten Händchen. Ich wünschte, sie hätte ihn auch drauf gemalt. Vielleicht ist ihr nicht klar, dass er zu uns ziehen könnte. Sieht etwas langsamer als andere Kinder. Bestimmt wird sie bald alle überholen. Ich weiß, wie man ein Kind erzieht. Ich bin eine gute Mutter. Im Gegensatz zu dem hässlichen Miststück, das mich aufgezogen hat. Ich werde meine Kinder nicht mit Hass und Angst erfüllen. Sollte man auch nicht. Und die Kinder immer ermutigen, alles zu machen, was sie können. Richtig. Er war wieder da und hatte Pizza von einem neuen Restaurant dabei, von dem er lachend geschwärmt hat. Meine Tochter hat die Pizza gehasst. Sie ist sehr wählerisch. Ich sollte ihr wohl beibringen, Dinge zu essen, die sie nicht mag. Ich wurde als Kind auch dazu gezwungen und fand es furchtbar, aber es hilft wohl nichts. Falscher Ansatz, nur mal so nebenbei. Meine Kinder sind heute vor ihm ausgeflippt. Er kam erschöpft von der Arbeit und wollte sich nur entspannen. Seinetwegen fühle ich mich so gut, aber ich kann ihnen das nicht zurückgeben. Vielleicht bin ich nicht streng genug mit ihnen. Sie müssen verstehen, dass wir ihn brauchen, um ein glückliches Leben zu führen. Das ist vielleicht etwas hart, aber wenn sie eine Zeit lang kein Licht mehr sehen, erkennt sich ja das Licht in ihm. Er sagte, dass er sich kaum entspannen kann, weil das Klopfen an der Tür der Abstellkammer so laut ist. Wenn sie nur kurz still wären, wäre doch alles gut. Was stimmt mit ihnen nicht? Er kommt nicht mehr so oft wie früher vorbei. Ich muss mir das einfallen lassen. Okay, hat sie die Kinder einfach mal eingesperrt. Psycho. Das ist wirklich Psycho. Okay. Das ist wirklich die Psycho-Mutter. Guck mal, das sieht auch aus, wie es langsam mehr und mehr aussieht. Oh, schön. Boah. Monat später. Seit wir ausgehen, anstatt uns zu Hause zu treffen, läuft alles gut. Er hat sich Sorgen um meine Kinder gemacht, deshalb hat er ihnen ein paar Bücher und Spielzeuge mitgebracht. Das wird sie beschäftigen, oder? Ich bin in letzter Zeit so oft unterwegs, dass es zu Hause recht unordentlich ist. Ich sollte putzen, aber wenn ich zurückkomme, bin ich völlig erschöpft. Ich wurde vom Jugendamt kontaktiert. Irgendein herumschnüffelndes Luder oder Arschloch aus dem Gebäude hat gemeldet, dass in meiner Wohnung nachts ein Kind weint. Was wissen die schon? Er ruft in letzter Zeit kaum noch an. Werde ich für immer allein sein? Alle anderen genießen das Leben, während ich mir für meine Kinder den Arsch aufreiße. Warum soll ich hier der Böse sein? Wenn ich keine Kinder hätte, würde ich vielleicht gerade mit Freunden den Sommerurlaub planen. Mittlerweile ist alles egal. Ich krieche nur noch durchs Leben. Ich weiß, was in der Abstellkammer los ist, aber ich kann nicht hinsehen. Ich will doch nur glücklich sein. Was ist daran verkehrt? Ich bin durch mit all dem. Ich laufe hier als Kind rum, kann das sein? Oh Gott, es ist... Oh, ist das scheußlich, oder? Frau Krüster Planer, wir haben mehrfach erfolglos versucht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Wir müssen nun davon ausgehen, dass Sie nicht vorhaben, das gegen den Sachverhalt zu unternehmen. Folglich verstoßen Sie gegen den Artikel. Der Bundesgericht hat uns damit beauftragt, Ihre Kinder in Obhut zu nehmen. Bitte wenden Sie sich schnell an uns, wenn Sie Einspruch erheben wollen. Wir haben es noch nicht entdeckt. Wird es ja weitergehen. Doch alles gelesen, oder? Ja. Da irgendwas rumkrabbelt. Oh Gott, sieht das eklig aus, ne? Und sowas gibt's leider wirklich, ne? Das ist echt scheußlich. Das Baby da drin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, das ist grauselig. Ach Mensch. Das ist nicht schön. Leichnam eines Jungen im Kühlschrank gefunden, Mutter festgenommen. Am 4. wurde Leichnam eines Jungen im Kühlschrank seiner 41-jährigen Mutter gefunden, die daraufhin von der Polizei für das Verstecken einer Leiche festgenommen wurde. Behauptet, sie hätte ihren Sohn als Strafe mehr als einen Tag in die Abstellkammer gesperrt und ihn dann, nachdem er sich am folgenden Morgen nicht mehr bewegte, im Kühlschrank versteckt. Die Ermittler führen eine Autopsie durch, um die Ursache zu erstellen. Die Ermittlung ist erfolgt, die Tochter von C. zu einem Nachbarn gelaufen, um die Polizei anzurufen und ihre Mutter wegen Vernachlässigung anzuzeigen. Als die Ermittler bei dem Haus von C. ankamen, fanden sie den Leichnam ihres Bruders und verhafteten die Mutter, nachdem sie ihre Tat gestanden hatte. Ach Scheiße. Don't lock me in here. Let me out.
Sünde, ey. Da kann man mal sehen, wie lange man sich damit beschäftigt, ne? Als Kind passiert und als Erwachsener bist du kaputt. Genau, und so geht es immer weiter, ne? Man braucht da wirklich Leute, die einem da raushelfen. Why am I seeing this room here in the villa? I tried so hard to forget this place. Wirklich. Das Gruselige ist wirklich so, ist überall, ne? Bei einigen Menschen ist das einfach so. Verdammt, ich hätte durch die Tür sollen. Ja, ja, ich verstehe. Okay, jetzt finden wir es. So, jetzt müssen wir alle Bilder nochmal finden. Hier schon was eine. What's that? Oh, you like what you see? So. Bilder waren. Ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Kann ich wirklich nicht. Ich weiß nicht, wo das andere war. Da ist noch eins. Sind die auch immer wieder woanders? Ich weiß nicht, wir liegen ja auch immer wieder woanders. Kann ja auch gut sein. Okay, ich komme jetzt mit den Menschen da raus. Ich finde auch, da sind zu viele dunkle Stellen teilweise. Also die Stellen sind so dunkel, erkennt man gar nicht. Das nervt schon. Komm mal rein. Und
da. Ich muss gucken, ob wir den einmal ausloten, dass er einen anderen Weg geht. Okay. Sieht auch alles irgendwie nach einer Zeit so gleich aus. Ich glaube, der Controller macht das ganze Geräusche, wo das nächste sein kann. Aber ich höre sie, weil ich halt Kopfhörer auf habe, richtig? You're into art, right? You could all be in art class. Nee, ein Schloss ist da noch, ne? I'm sorry. I'm so sorry. Die Tür ist auf, die müssen wir hinfinden. Hä? Ist hier ein Gitter vorgekommen? Wie scheiße ist das denn? Das ist auch ein Gitter. Wo soll ich denn jetzt hin? Hä? Was ist denn da? Was ist hier rein? Okay. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Aber ich glaube, die Gitter zeigen mir den richtigen Weg. Ich kann auch keine Türen aufmachen. Das ist die Tür, die jetzt auf ist. Okay. Alter Schwede, Mann, das ist aber echt mal Psycho, oder? Krass. Du wirst nicht immer allein sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Mal gucken. So. Steht da. In letzter Zeit bin ich voll in meine Arbeit vertieft. Denn ich sprühe die Mädchen, die sich vom Dach der Villa gestürzt haben. Ich möchte gern glauben, dass sie jetzt an einem besseren Ort sind. Und vielleicht bin ich in meiner Verzweiflung endlich los. Mein Dachgraffiti ist fast fertig, das könnte mein Meisterwerk werden. Aber wenn es fertig ist, was dann? Bin ich kreativ genug, um mir etwas Besseres einfallen zu lassen? Wie lange bleibt mir der Ruhm und die Anerkennung von meinen Fans noch erhalten?
Die Traurigkeit, die mich so fest im Griff hat, ist wieder zurück. Sie war wohl nie weg. Wer weiß, wie oft sie mich noch überfallen wird. Allein bei den Gedanken läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Vielleicht sollte ich es beenden, während ich noch glücklich bin. Und aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich wünschte, ich könnte mit irgendwem reden. Och Mann, das ist so traurig, das Ganze. Nein, ist doch nicht okay. Wieder zurückgehen? Anscheinend. Nein, wir haben irgendwas übersehen. Aber was haben wir übersehen? Finde es, wurde immer gesagt. Finde es. Da liegt noch was. Am 12. wurde die beliebte Graffiti-Künstlerin CB mit bürgerlichem Namen Meyer gegen 13 Uhr in Ketten zusammengebrochen auf dem Gelände eines Wohngebäudes gefunden. Sie wurde im Krankenhaus für tot erklärt. Der Tod der 18-jährigen Mädchen ist nicht nur für die Bewohner der Stadt ein Schock, sondern auch für alle, die mit ihren Werken vertraut sind. Die Behörden gehen von einem Selbstmord aus, doch da das Opfer beliebt war und im Umfeld niemanden etwas an ihrem Verhalten aufgefallen hat, schließen sie Fremdwerke nicht aus und leiten Ermittlungen in die Wege. Wait. She killed herself. Half a year ago? Then that means I've been here this whole time. What'll it take for you to forgive me? Please, end this. Just let me die. Na, was kommt jetzt? Is this me? When did she draw this? Oh nein, sie hat auch sie gezeichnet. Oh oh. I want to show the hidden side of girls. Their impulses. Their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. So she did notice me. Hast du sie den Selbstmord getrieben? Dabei fand sie dich auch toll. Gut. Oh Gott. Noch mehr Kind als Erinnerung. I was so happy when my mom liked the first picture I drew. Ja. Je größer wurdest, war sie auch ein bisschen kaputt, die Mutter. I could have had a different life too. I guess someone finally did love me. You actually noticed me. I never thought you would. Oh Gott, oh Gott. Emily, what should I do? Es geht wieder aufs Dach. Man sieht. Es muss ja damit enden, dass sie eigentlich nicht springt, ne? Damit man merkt, man muss das irgendwie bewältigen und man ist nicht alleine. Und auch selbst wenn sie den Selbstmord getrieben hat, muss sie natürlich auch irgendwie damit klarkommen. Dafür brauchst du eine Therapie. Oder zumindest Menschen, mit denen man reden kann. What's up? I'm sorry, Emily. I'm such a piece of shit. I had no idea she'd do that. What are you talking about? Did something happen?
I thought I was invisible. That I didn't matter. No matter what anyone said, I didn't listen. Anita? But you and Maya, both of you did see me. I should have figured that out sooner. Anita, wait. Where are you right now? Thank you, Amelie. You were always there for me. I'm going to go apologize to Maya now. Wait, Anita! Calm down. Just listen to me. I just... Ach Mann. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love, and for those who love me, I want to keep moving forward and never look back to 18-year-old me. Also, meine Gedanken dazu. Harter Tobak, muss man schon sagen. Aber auch wichtig, das zu erzählen. Allgemein, weil ich glaube, es vielen Jugendlichen oder auch Erwachsenen geht, die die viel durchgemacht haben und eben an so einem Punkt im Leben sind, wo sie nicht weiter wissen. Und gerade da sollte man vielleicht mal hinschauen. Aber wie gesagt, hat man hier auch gesehen, es ist nicht immer sichtbar. Die Leute können erfolgreich, glücklich sein und trotzdem kann viel passieren. Man weiß es einfach nicht. Guck mal. Kind of scary leaving my hometown, but I'll be fine. I have my best friend with me. Loneliness creeping to my skin, endless pain. Ich fand's sehr gut. Also natürlich nicht so ein Silent Hill, wie ich jetzt erwartet hätte. Ganz andere Richtung. Ich hoffe auch, dass das neue Silent Hill natürlich trotzdem Silent Hill bleibt. Auf den zweiten Teil vom Remake kann ich verzichten, muss ich zugeben. Sah jetzt auch ein bisschen hölzern aus in der State of Play. Aber ja. Hat euch gefallen, lasst ein Like da und ansonsten schaut es euch selber an. Es kostet nichts, ist gratis und behandelt ein wichtiges Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.